Wir machen weiter. Bei Jump Half. Das war anstrengend. Das Level war verflucht anstrengend. Da hier wäre jetzt Bowser's Castle das nächste, was wahrscheinlich ganz viele Leute gebaut haben. Mhm. Wir haben ja schon den Wisch bekommen, wo dann steht, wer alles welche Räume gebaut hat. Jetzt aber haben wir erst noch einen anderen Weg vor uns. Nämlich den über die Slaughterbahn, die Arc-Tangent gebaut hat. Let's go. Okay, es ist ein Scrolling-Level. Hatte es Yoshi-Coin? Ich habe nicht... Ich glaube ja, ne? Ich glaube, da war ein Yoshi-Coin-Symbol. Ah, das Problem, was ich jetzt schon habe, ist dieser ganze Anfang hier, der überhaupt nicht spannend ist und den ich jedes Mal neu spielen darf, wenn ich sterbe. Das sehe ich jetzt schon mich genervt. Das heißt, wir schaffen es einfach auf Anhieb, ohne dass wir groß... Wie soll das denn... Was? Ne, das ist jetzt hier... Das ist jetzt hier so genau das, was ich überhaupt nicht möchte. Oh. Guckt euch das an! Ich stehe hier 3 Jahre rum. Und nichts passiert. Und dann kommt der Teil und dann mache ich kurz mal einen Sprung und nichts passiert. Und dann kommt der Teil und ich laufe ein bisschen und nichts passiert. So, wie komme ich an diese Yoshi-Coin ran? So nicht. So auch nicht. Cool. Ja, dann holen wir sie einfach nicht. Potenziell ist das dann halt meine 5. die ich einsammle. Mal gucken, wie weit wir kommen. Okay, da kommen wir aber relativ schnell, Yoshi. Wie soll ich denn... Hä? Ach so. Okay. Also wenn das Level so kurz ist, wie die Yoshi-Coins vermuten, dann bin ich wieder zufrieden. Ach du Schande. Aber da ist dann schon die 4. Okay. Sag mal. Ich habe nichts zu tun. Dieser Anfang ist total lahm. Dafür zieht es danach richtig an und man muss den Anfang immer wieder neu spielen und das ist doof. Und überhaupt kein schönes Level-Design. La 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 la. Okay, so, die haben wir. So, dann habe ich jetzt diesmal kein Problem. Eine Feder wäre für das Level natürlich viel effizienter gewesen. Vielleicht gehe ich einfach mit Federn das Level rein. Ah, ne, konnte ich nicht, oder? War die verbotene Feder? Weiß ich gerade gar nicht. Muss ich mal gucken. Wäre auf jeden Fall sinnvoll gewesen, hier die Feder zu verbieten als Ersteller. Leider. Leider wäre das sinnvoll gewesen und ich fürchte, der hat das gemacht. Ich weiß es nicht mehr sicher. Ich muss gucken. Das ist nicht so gut jetzt hier. Okay. Jetzt nur noch eine Yoshi-Coin. Keine Ahnung, wo sie ist. Wie soll... Oh mein Gott, das hat funktioniert. Gib mir die letzte Yoshi-Coin. Komm, gib mir die letzte Yoshi-Coin. Dann bin ich erstmal happy. Okay. Nicht versauen. Yes! Gut. Gut. Ach, das war ein Gott sei Dank ein kurzes Level. Gott sei Dank. Oh. Das war verdammt kurz und verdammt unnötig. Das war echt unnötig. Wäre die Feder erlaubt gewesen? Ja, wäre erlaubt gewesen. Was war das? Warum? Volcanic Volley.
Frozen Quills, keine Yoshi. Yoshi könnte schon, aber alles erlaubt. Wo, was? Wieso fällt der denn da so runter? Okay. Ich dachte schon, wir hüpfen jetzt die ganze Zeit. Danke. Okay. Hä? Kommt die jetzt immer wieder? Hä? Können wir bitte nicht? Das ist ja interessant. Jo, jo, alles klar. Mhm. Da hüpft er einfach weiter. Wait, muss ich jetzt den nutzen, um dahin... Das ist ja lustig. Hihi. Okay, hier bin ich wohl safe. Was fällt da runter? Noch gar nichts. Aha. Da kann nichts fallen. Cool. Ach so, der kommt immer wieder. Ja dann. Wait, dann will ich da zur Yoshi-Con wahrscheinlich rüber. Potenziell hätte es auch noch ein Mond sein können, aber für einen Mond wäre es wieder zu langweilig gewesen. Okay. Interessante Idee auf jeden Fall, soweit. Das heißt, es ist immer das Gleiche, was runterfällt, weil so wie den Pilz, den ich eingesammelt habe, ist er dann ja weg gewesen. Das heißt, irgendwie hat er es geschafft, das da durchzuloopen. Aber gut, jetzt ist es anders. Okay, da kann ich stehen. Ich war unsicher. Ich hatte jetzt an der Stelle ganz gerne einen Midway Point übrigens. Oh. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Okay, ich will da unten durchrutschen. Yep, ich will da unten auf jeden Fall durchrutschen. Und zwar groß. Aber jetzt nur... Mache ich das denn jetzt? Ah, muss ich da... Ich weiß, wie ich das machen muss, aber es könnte auch so gehen. Ja, es geht wohl nicht so. Oh Gott. Ah, ich dachte schon. Ach, der ist nicht... Ach so, ich dachte, ich muss mich mit dem... Ah, Mist. Ja, dann ist das okay. Ah, Yoshi-Coin. Ah, die hätte ich gerne vor dem Midway. Wait, weil wir vor allem... Ich habe hier doch keinen Pilz bekommen, oder? Okay, ich könnte halt mit Pilz hier reingehen. Sollte ich nicht mal bei Midway Point einen Pilz bekommen, um dann diese Yoshi-Coin zu holen, gehe ich halt mit dem Pilz in das Level rein. Das ist jetzt nicht das Problem. Na toll. Na toll. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Da ist zum Glück noch einer. Ja, zu langsam. Okay. Okay, kriege ich einen Pilz? Yes. Ach so, ich starte ja sowieso groß. Guten Morgen.
start ja sowieso groß. Dann ist es ja völlig irrelevant. Schon ganz vergessen, was ich für ein tolles Power-Up habe. Aber im Power-Up vergessen bin ich ja sowieso einsame Spitze, haben wir schon festgestellt. Vor allem, es bin schon ein paar... Wait, da oben ist so ein Wasserding. Will ich da rein? Ist da irgendwas spannend? Achso, da kommt einfach nur irgendwas raus, was ich jetzt gerade verhauen habe. Ja, ach so, jetzt kann ich nicht mehr. Einmal wieder beleben hat funktioniert. Hoi, 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 hoi. Hui. Okay, damit ist die Yoshi-Coin hier kein Thema. Aber trotzdem kommt da nichts raus. Da ist dieses Wasser, aber es kommt an der Stelle nichts raus. Da sind auch keine Münzen drüber gesetzt. So wie hier. Oder hier. Nicht! Gott! Kein Spin-Jump. Spin-Jump wäre hier die... etwas falsche Wahl gewesen. So. Warum ist hier eine Reset-Röhre? Was kann ich hier verhauen? Oh no. Okay, die kommt wieder. Achso, wenn ich die kaputt mache oder so. Ich dachte jetzt, ich habe nur einen Schuss. Ja. Gut. Die kommt... ist interessant. Die kommt nur von dem Screen. Sobald ich höher gehe... jetzt kommt sie gar nicht mehr. Da ist sie wieder. Aber von hier kommt sie nicht mehr, ne? Was ist mit dem Boden hier kaputt? Ja, klar. Gelb heißt, die kommt nur einmal. Der fällt nur einmal dadurch. Auch interessant. Die springen jetzt. Eine Yoshi-Coin fehlt noch. In welche Richtung müsste ich dafür? Oh nein, hätte ich den ge... oh oh. Nein, hätte ich nicht. Das, da komme ich so nicht rüber. Das muss von oben irgendwas sein. Tschüss. Kommt der wieder? Nein. Nur die roten kommen immer wieder. Ach, und jetzt macht er das da drüben weg. Cool. Okay, und jetzt muss ich wieder weghüpfen. Und da ist... yes! Bin schon zufrieden. Okay, stellen wir mal mit. Okay. Ach so. Okay. Also das könnte man mit dem Pilz auch breaken. Dann muss man den Stern nicht sammeln. Puh. Alles klar. Und dann sind wir hier auf diesem Weg. So.
Haben wir jetzt bisher irgendwas, bevor ich jetzt hier ins Bowser-Schloss gehe, haben wir jetzt bisher irgendwas verpasst? Oder habe ich irgendwas noch nicht nachgeholt? Oder keine Ahnung. Habe ich irgendwas noch nicht gekauft? Ich wüsste nicht was. Na, dann gehen wir ins Bowser-Schloss. Ich schätze, das Level wird groß sein, deswegen, ich denke mal, das wird auch mehrere Parts brauchen. Und wir sind eh schon in der Hälfte von einem Part. Also, ich denke, das wird eine Weile dauern jetzt. Mal gucken. Info. Each half of the castle requires you beat 3 rooms in a row. However, there may be hidden shortcuts. Bowser holds the map of this place. You will obtain it once you beat him. Afterwards, you re-enter the castle and explore it to your liking. Okay. Also immer 3 Räume am Stück. Ich hoffe, die sind nicht allzu lang. Nicht, dass wir wieder so ein Statistik-Ding haben. Ach so, und ich muss... Ah. Von Blue Leaf ist der und von... Wir spielen Blue Leaf. Ja, wir gucken uns alle Räume an, auf jeden Fall. Wir gucken uns definitiv alle Räume an, das ist gar keine Frage. Aber jetzt erstmal das von Blue Leaf. Okay, das war dumm. Ah, der geht andersrum, als ich dachte. Ah, guck mal, ich verliere wieder keine Leben. Kein Level für Chosen. Gucken wir. Wir können ja mal reingucken, ne? Und es wird Shortcuts geben, das ist auch interessant. Also wenn man da was findet, mal gucken. Es hat ja nicht nur LOL Yoshi gebaut, es hat ja auch noch jemand anders gebaut. Vielleicht ist es ja spielbar. Kommt der hoch? Kann ich entweder spinjumpen oder hier entlang klettern? Oder kommt dann am Ende das Haha, du hättest die ganze Zeit spinjumpen müssen? Wenn du das Power-Up da zum Beispiel willst. Oder eine Yoshi-Coin am Ende oder keine Ahnung. Hä? Verstehe ich nicht. Ne, hier kann man ja nicht mehr spinjumpen jetzt. Nee, ich mach den lieber da unten noch kaputt. Dann kann ich von da aus besser abspringen. Okay. Ich hätte da so eine Idee. Ah, der kommt zurück, ne? Okay. Ist da was? So wegen Shortcut? Schade. Das war ein bisschen riskant. Das habe ich mir anders vorgestellt. Ui. Oje. Okay, ciao. Hä? Ist da in dem Ding ist ein Yoshi drin, ne? Ich glaube, in dem einen Teil könnten Yoshis sein und dann kommt man hier mit hier durch. Oder was? Okay. Gut, damit. War das dann wohl Raum 1? Lazy? Wenn ich jetzt hier durchgehe, habe ich dann die Wahl zurück. Ich habe nicht die Wahl zurückzugehen. Okay. Das heißt, jetzt muss ich den hier spielen. Ah ja. Okay, es zieht nur mich hoch.
alle anderen Sachen nicht. Auch wenn er offscreen das macht. Ach du Schande. Verstanden. Der war die ganze Zeit oben. Oh, da falle ich da drauf. Ah. Okay. Und ich bin am Anfang. Okay. Ich möchte jetzt mal den Yoshi-Weg probieren. Das heißt, wir spin-jumpen hier jetzt durch. Und kommen dann an den Block ran. Der offensichtlich ein Yoshi ist, oder? Der ein Yoshi ist. Aber wie komme ich denn dann mit Wie komme ich denn mit Yoshi durch den Rest da durch? Das habe ich noch nicht gedanklich mit mir vereinbart. Cool. Ach, ich wollte es bin. Das war ja klug. Ach so, ich kann ja einfach den hier machen. Wie komme ich denn da mit Yoshi durch? Gut, ich kann dann auf den Stacheln laufen. Gut, ich kann dann auf den Stacheln laufen, ja. Nein! Oh. Aber das hier zum Beispiel? Oh Gott, das muss man dann schon richtig krass timen. Aber gut, man wird dafür halt auch richtig gut belohnt. Ach, und dann kann ich über den Stachel da hoch. Das war die Stelle, die ich mich gerade am meisten gefragt habe, wie sie gehen könnte dann. Gut, das ist dann klar. Ah, dann sind wir schon da. Okay, ja doch, das kann man mit Yoshi machen. Würde funktionieren. Gucken wir uns mal den anderen Raum an. Ich würde jetzt lieber gerne Räume spielen, die ziemlich safe zu spielen sind. Wo ich nicht 3 Jahre brauche, um die neu zu probieren. Nichts darf den Gravel berühren. Nichts. Also auch keine Sprites. Das heißt, ich darf nicht auf die drauf springen. Sehe ich das richtig? Ah ja. Ich löse den nicht aus, sonst... Ne? Das ist ein Ding. Wait! Muss jetzt ganz schnell sein. Kann ich den zurückscrollen? Kann ich. Verdammt. Okay. Frage. Warum kriege ich am Anfang keinen Pilz? Nein, das war nicht die Frage. Ach so. Die Frage wäre gewesen, kommt man zu den gleichen zweiten Räumen, wenn man diesen Raum, also wenn man den Raum oder einen anderen spielt? Oder ist es dann eine andere Abzweigung? Also habe ich nachher wirklich nur die 2 Räume, den mit der Gravity und den mit dem Garten zur Verfügung? Oder kriege ich noch einen anderen Raum, wenn ich den hier spiele? Das ist meine Frage. So, so weit waren wir vorher noch nicht. Ah ja. Hier gibt es keinen Shortcut anscheinend. Ich habe jetzt zumindest keinen gesehen.
Das ist ein anderer. Okay, das heißt, ich habe 4 mögliche Räume als zweiten Abschnitt. FT029 und wissen wir noch nicht. Gut, gehen wir halt in den hier rein. Dann kann ich mich entscheiden, was der beste vierte Raum ist. Dritte Raum. Zweiter Raum. Der beste zweite Raum, würde ich sagen. Die kommt runter, ja? Okay. Okay, das ist der Sägenraum. Das war blöd. Da kriege ich einen neuen Pilz. Oder auch nicht. Weil ich doof bin. Aber das ist eigentlich ein angenehmer Raum. Den würde ich bevorzugen. Das heißt, ich muss den spielen und dann den anderen. Ich hoffe, wenn man die Karte hat von Bowser, dass man dann die Räume einfach auswählen kann. Aber so habe ich es verstanden. Das heißt, ich würde jetzt erstmal wirklich so spielen, dass es angenehm durchgeht. Und dann die Räume halt mir Stück für Stück anschauen. Weil diesen Raum mit der Gravity zum Beispiel, den möchte ich nicht innerhalb der Reihenfolge hier spielen. Auf keinen Fall. Der war mir zu... Der war mir zu bäh. Das hier geht eigentlich alles klar. Der Hit gerade war auch einfach nur dumm. Ich möchte nochmal in den Sägenraum gehen. Ich würde gern erstmal durchkommen. Ach so, wenn ich die blauen Blöcke... Moment, das waren ja blaue Blöcke, die mir den Weg hier versperren. Wenn ich den blauen Switch jetzt auslöse, also auflöse, dann kann ich da ja doch hin und her wechseln, richtig? Oder sind das andere blaue Blöcke? Mist, da war ich zu weit vorne. Sind das andere blaue Blöcke? Ja, genau, von allen Seiten. Oje, oje. Trotzdem ist der Raum ganz cool. Okay, haben wir es dann? Gut. Nein! 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 Mist! Ich könnte mir vorstellen, dass da ein Shortcut ist, wenn man da hochkommt, wo die Serien jetzt hergekommen sind. Weiß es nicht. Das war Absicht jetzt im Übrigen, weil ich nicht direkt hier den Dings einsetzen möchte. Frage? Nein, okay. Hätte ja sein können. Shortcut, ich bin so ein bisschen Shortcut-suchig, suche ich gerade. Aber hier scheint keiner zu sein. Oder ist es im, ist da in den Seiten vielleicht einer möglich? Sieht irgendeine Seite so aus, als ob man rein könnte? Also ohne, dass es wirklich reines Raten ist? Bisher sieht es alles sehr normal aus. Kann ich mir aktuell nicht vorstellen. Hier auch nicht. Ja, dann sind wir schon durch. Nee, also ich glaube, in dem Abschnitt ist kein Shortcut. Wüsste nicht wo. Ja, guck mal, wenn die hier offen wären. Ach, dann könnte ich da hier nicht. Dann könnte ich nicht da. Dann hätte ich trotzdem nur 2 zur Auswahl. Okay. Okay, dann hätte ich trotzdem nur 2 zur Auswahl. Oh! Ach, wenn man einmal den Raum weiter geschafft hat, kriegt man einen Pilz, oder wie? Ich hatte doch sonst am Anfang hier keinen Pilz gekriegt. Weil ich jetzt zum Ende gekommen bin, zählt das als einmal schaffen und dann kriegt man einen Pilz, oder wie? Finde ich gut, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Und dann habe ich jetzt gleich 2, außer ich verhau den. Ja, okay, krieg den hier. Ich krieg den einfach nicht und verliere den anderen auch sofort wieder. Das geht auch. Uff! Aber ich habe mein Revive noch nicht eingesetzt. Ich soll es einfach gar nicht erwähnen. Versuch mal unten zu bleiben, weil das war oben war nicht so die günstigste Idee. Kann ich unten bleiben, ist die Frage. Ja. Sogar sehr gut. Na, die Frage wäre, wenn man da hochkommt, ob da was ist. Aber gut, egal erstmal. Da darf ich nicht rein.
Außer ich finde den P-Switch. Okay. Hier ist kein P-Switch. Das heißt, ich muss jetzt da hoch, ja? Ach, ich hasse es. Ah. Gut, wir gucken uns mal den anderen Raum an. Jetzt haben wir den Sägenraum ja gesehen. Hier war auch nichts. Es ist, hatte so, die Wand war irgendwie ein bisschen anders. Deswegen dachte ich, ich probiere es mal. Ich möchte Shortcuts finden. Jetzt, wo ich gelesen habe, dass es Shortcuts gibt, möchte ich sie auch finden. Na, guck mal, da ist die Wand anders. Aber nur da? Na, da ist sie auch nochmal ein bisschen anders. Ist das jetzt Zufall oder ist das tatsächlich ein... Na, mein Gott. Ein Hinweis, man weiß es nicht. Toll. So. Das hätten wir. Ach, komm! Du willst mich doch foppen. Nein, das hat doch vorhin funktioniert. Aber das ist irgendwie immer ein bisschen anders. Das ist irgendwie immer ein bisschen anders, ne? Obwohl es doch eigentlich... Es ist doch immer der gleiche Ablauf. Wie kann das denn anders laufen? Es fühlt sich nie gleich an. Interessant. So, jetzt gehen wir mal in den anderen Raum. Der hier von den Geistern bewacht wird. Mama! Melon-Pizza wäre das jedenfalls. Okay. Okay, so komme ich da ganz gut durch. Aber guck mal, der geht irgendwie... Vielleicht je nachdem, wie ich hochgehe. Nein! Mist. Das war nicht, was ich wollte. Okay. Okay, 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 okay. So, was ist das für ein Raum? Oh je. Upsa. Okay. Also bisher ein Raum ohne großes Gimmick oder so. Einfach ein Raum. Das wäre vielleicht das Angenehmste, was wir hier haben könnten. Ah, Mist. Wie mache ich denn das am blödsten? Okay. Na gut. Uah! Ich habe mich gerade gefragt, ob ich vielleicht da einen Pilz bekommen hätte in irgendeinem Block, aber... Nein! Nein! Ich habe gedrückt! Ich habe es gedrückt! Ich habe es gedrückt! Sieht an sich auch nach einem okayigen Raum aus. Und wenn ich richtig liege, führt der ja dann auch wieder zu einer anderen Abzweigung. Nach dem Sägenraum. Boah, das wird ja richtig anstrengend, die alle zu spielen nachher. Hä? Wo wollte ich denn jetzt hin? Also gut, probieren wir das nochmal.
Okay, der eine geht nicht direkt über die Tür, der andere geht über die Tür. Oder war bei dem Sängerraum schon immer am Anfang ein Pilz, wie hier jetzt auch? Ich bin verwirrt. Zu knapp. Viel zu knapp. Jetzt habe ich ein Problem. Weil ich jetzt nicht weiß... Ja, gut. Wie ich da durchkommen soll. Ja gut, potenziell kann ich hier hin und her wechseln. Oh. Ups. Ups. Das wäre vielleicht eine Idee gewesen. Das war, was war das denn jetzt für eine Idee? Richtig dumm. Das ist immer woanders tatsächlich. Ich dachte jetzt, ich kann es mir mal, irgendwie. Will das einfach nicht so funktionieren, wie ich mir das vorstelle. So, aber... Nein! Ich meine, die Räume sind zum Glück vergleichbar kurz mit dem Lol-Yoshi-Level. Aber... Also... Es ist schon heftig, drei auf einmal zu machen. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Was treibe ich denn da? Für einen Quatsch. Ich frage mich jetzt halt gerade, wo mich der Shortcut von dem Yoshi hinbringt. Bringt er mich vielleicht direkt zum Midway-Punkt? Das wäre natürlich auch sick. Aber das wäre wieder eine zu krasse Belohnung eigentlich. Boah, ich dachte, das haut nicht hin. Okay, so. Diesmal behalten wir den Pilz. Yes. Dann komme ich jetzt zumindest in den Raum rein, weil selbst wenn ich getroffen werde... Das kann nicht wahr sein. Es war nicht, dass ich getroffen werden wollte, aber... Naja. Ups. So, wie mache ich das jetzt hier? Zu bald. Ne, das muss ich, da muss ich oben rum. Alles andere ist nicht möglich. Und das hier ist jetzt allerdings dann simpel. So, ich lasse die erstmal runter. Na gut. Das war anders, als ich mir das vorgestellt habe. Aber ist okay. So. Wie wäre es jetzt einfach, hier nicht den Pilz zu versauen? Ich halte das für eine sehr gute Idee. Dankeschön. Okay. Ich kann da erstmal rein, da passiert erstmal nichts. Okay, gut. Ach, du Grüne. Okay. Das ist auch ein relativ normaler Sprung. Wenn ich nicht gleich hängen bleibe, passt der. Gut. Und dann ist das der Raum gewesen. Geht eigentlich klar.
Jetzt bin ich auf der anderen Seite hiervon. Ja, egal. G-Booster. Ich gehe einfach da rein, weil die andere Tür interessiert mich gerade noch nicht. Hier möchte ich gerade gar nicht weiter. Ich habe den Bannhammer. Oh, das heißt, wenn ich stampfe, dann... Wait, was für eine Taste? Die Taste. Der kommt zu mir zurück. Das ist natürlich nicht das, was ich wollte. Okay, der bewegt sich also nicht anders. Ich muss den da oben erstmal loswerden. Dann nochmal hauen. Gut, der ist weg. Okay, also die screenen schon ganz normal auf, wie sie das auch, wie sie das gehört. Tschüss, Kollege. Okay, in der Luft geht das nicht. Ergibt Sinn. Ich weiß halt nicht, wie es da weitergeht. Kann ich scrollen? Kann ich. Okay, ich weiß ja trotzdem nicht, wie es da weitergeht. Ja, gut. Nein! Ja, nee. Echt nicht. Das ist vielleicht jetzt halt auch wieder eher so ein Level, wo ich sage... Lass mal dann nachher machen als Einzellevel. In der Hoffnung, dass man das wirklich so spielen kann und nicht wieder alle anderen durchläuft. Also sollte es so sein, ich sag das jetzt ganz kurz dazu, sollte es so sein, dass man die anderen Level nur spielen kann, wenn man die anderen vorher auch nochmal schafft, dann würde ich das mit Save States machen. Dann machen wir das halt ganz am Schluss des Projekts. Ne? Dann ist mir das auch wurscht. Aber ich hoffe, dass man mit dieser Bowser-Karte dann die schon ganz normal praktisch, dass man einfach aussuchen kann, was man spielt dann. Das finde ich gut. Das finde ich gut. So, der geht durch die Tür. Das heißt, den nutzen wir nicht. Ja, das war jetzt halt... Okay, keine Ahnung. So oder sowas blöd. So. Da bin ich beim ersten Mal durchgekommen und dann nie wieder. Okay. Okay, so. Nein! Ich hab's befürchtet, dass mir das passieren wird. Wenn ich den Protoball irgendwie offscreenen könnte. Ja, der kommt wieder rein. Ja, machst du nix. Das wird zu aufwendig. Ich meine, man kommt auch da so easy hoch. Eigentlich ist das gar nicht das Thema. So. Okay. Wo habe ich den vorhin verloren? Ne, ich habe den gar nicht mehr verloren, richtig? Ich habe den an den Pflanzen verloren. Richtig. Den hier zu verlieren wäre auch irgendwie echt dumm. Also wieder durch die Pflanzen.
Ganz ehrlich? Nee, 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 schlechte Idee. Bessere Idee. So, die Frage ist, will ich das oder will ich mir den anderen Raum angucken? Eigentlich fühlt sich das okay an. Ich weiß nicht, ob die mich insta-killen. Ich hoffe... Nein, ich bin klein! Der macht mich klein am Anfang. Oh, das ist dumm. Und das habe ich nicht wahrgenommen vorhin. Ich dachte, ich war da schon klein. Ich war ja auch schon klein, deswegen habe ich es nicht gemerkt. Ah, ist ja blöd jetzt. Ach so, warte mal. Ich kann ja einfach hier rein. Was mache ich denn für einen Quatsch? So. Tschüss. Ah, dann gehe ich da klein immer rein. Das ist ja blöd. Okay. Ergibt aber leider nur mal Sinn. Oh Mist. Das jetzt... Oh Gott, zum Glück ist der eine weggegangen. Puh. Okay, da auf die Plattform sollte ich einfach drauf können. Yo. Tschüss. Ist halt nicht, wie es da drüben weitergeht. Gar, okay. Ist das irgendwie ein Rätsel? Ich würde jetzt die einfach abhauen lassen. So. Jetzt kann ich da doch einfach durch mit dem Viech. Oh nein, nein, das ist das Ende, ne? Das ist... Und mir wird jetzt ein Rewind nicht mal was... ein Rewind, ein Dings nicht mal was... Ne? Oh nein. Nein, das kann ich nicht. Das ist der dritte Raum. Danach kommt der Midway Point. Oh nein. Das ist nichts für mein Nervenkostüm. Ich verhau den Sprung. Scheiße. Ah, sind noch nicht mal vorbei. Okay. Es ist nicht mal vorbei nach der Stelle. Gut, wir gucken uns den anderen Raum an. Scheiße. Problem, wenn der andere Raum auch ungünstig ist, in Anführungszeichen, ungünstig ist in Anführungszeichen, dann kann ich den Weg durch den Wasserraum nicht gehen. Weil ich dann da nicht durchkomme vernünftig. Wann gehe ich denn jetzt? Ich habe keine Ahnung, wann hier diese Tür gehen soll. Zu langsam. Toll. Damit ist der weg. Der Raum ist halt echt angenehm zu spielen. Mist! Uff! Das hätte schief gehen können. Das war, sag ich, ein Problem.
Ich habe kein Problem. Doch, ich habe ein Problem, weil ich dumm bin. Gah. Wait, wir sind bei 50 Minuten. Nein, das ist nicht gut. Okay, letzter Versuch. Den anderen Raum noch zu sehen. Dann lassen wir es. Machen wir beim nächsten Mal weiter. Nein! Ich wollte mich gerade noch zum Ausweichen bereit machen. So, jetzt habe ich natürlich das Problem, dass ich wieder als Kleiner durch die Tür durchgehen kann. Kleine. Das hat das irgendwie das eine Mal doch ganz gut geklappt, indem ich dem direkt... Okay, ich muss dem direkt hinterher, dem ersten. Danach haut es nicht mehr hin. Uah. So, hier bitte nicht den Pilz verlieren. Nein, too soon. Nee, haut auch nicht so hin. Wie kann ich das denn machen, Mensch? Jetzt werde ich hier nämlich gleich wieder genau den machen. Genau das habe ich befürchtet. Ach komm. Das ist doch dumm. Ja, ja, gehen wir nicht auf den Keks. Okay. Schön den Pilz behalten. Nicht gut. Shortcut. Schade. Also bisher haben wir wirklich nur diesen Yoshi-Shortcut gesehen, ne? Alles andere ist irgendwie... Gibt's da nichts. Womit ich was anfangen könnte. So. Vielleicht verhauen wir jetzt den Sprung da drüben einfach nicht. Dankeschön. So, was hast du gebaut, Miracle Water? Ich krieg erstmal einen Pilz. Ich kann nicht scrollen. Ah ja. Ja, nicht so aus, als ob hier... Oh, no. Oh, no. Das wird mir nicht gefallen, aber ich verstehe das Prinzip der Räume. Ja, klar! Ja, super! Das ist auch nicht gerade der Raum meiner Wahl. Ich glaube, wir versuchen beim nächsten Mal die Yoshi-Abkürzung. Danke fürs Zuschauen und tschüss.